Es ist natürlich immer sehr spannend zu schauen, was kommt da an Konzepten. Es gibt natürlich immer so gewisse Klassiker, die naheliegen. Nachtmusik, Wassermusik, da gibt es viele Stücke, die sich anbieten. Das ist schön, nicht wirklich aufregend, aber man kann auch da, das haben wir auch gesehen, wirklich spannende Konzepte erstellen mit dem Thema Wasserwelten, das wir hatten. Also ich persönlich spreche so ein bisschen mit den Worten von dem amerikanischen Komponisten John Cage, der gefragt wurde, was ist denn Ihre Lieblingsmusik? Und er sagte, wissen Sie, die Musik, die ich noch nie gehört habe. Und da war ein Konzept dabei, was mich sofort ansprach, und das ist tatarische Musik. Das war eine Kandidatin, die tatarischen Ursprungs ist und geschrieben hat, sie möchte gerne die Musik ihres Ursprungslandes vorstellen. Die Komponisten, die hier uns allen in der Jury völlig unbekannt waren. Und da dachte ich, Mensch, das ist ja spannend. Das ist Programm, das würde ich gerne hören. Und glücklicherweise hat die Kandidatin auch so die Runde erreicht, dass sie sich vorstellen konnte mit ihrem Programm. Die Nacht, das ist nicht neu. Also klassische Konzerte und auch CD-Produktionen bekommen ja inzwischen auch gerne mal Titel, wie das Album eigentlich nur im Pop-Bereich bisher oder im Jazz bekommen haben. Und da ist die Nacht natürlich auch was ganz Verlockendes. Aber überraschend war in diesem Fall, wie es zusammengestellt war. Das fand ich schon ganz spannungsvoll, und dass es nicht unbedingt so ist, dass ein Programm und gerade mit so einem Titel mit einem großen Applaus-Knaller aufhören muss, sondern auch mal so ein bisschen verglühen kann. Das war schön, das hat mir gefallen. Also verschiedene haben mir gut gefallen. Mir fällt jetzt gerade auch Ernst und Scherz ein. Wenn ich tatsächlich lachen muss, und das musste ich bei der Godowski-Etüde, dann bin ich ja überrascht worden, und das habe ich natürlich entsprechend auch gewürdigt. Also das ist ein Titel, unter dem man sich alles Mögliche vorstellen könnte. Und ich wusste vorher nicht genau, ob das klappt, aber das Konzept ist sehr gut aufgegangen.